Willkommen zurück zum Let's Play Tomb Raider Legend. Ja, um auf diesen Screen zu kommen, musste ich das ganze erste Level noch einmal spielen, weil ich bin hier nämlich nicht mehr rausgekommen in der letzten Folge und ich wollte die Aufnahme beenden. Dachte mir, okay, dann rufe ich die Szene eben später nochmal auf. Kann man aber nicht. Zumindest nicht, bevor man die nächste Szene komplett geguckt hat. Also nochmal gespielt, ja. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Das habe ich nur für euch gemacht. Okay, wer war das? Du hast von den Rutlands gehört, oder? Tja, das war der jüngste Sohn des US-Senators James Rutland. West Point-Absolvent. Viel mehr hat er nicht gemacht. Zeig mir das Filmmaterial. Willkommen, Lady Croft. Muss Ihr Handgepäck geleert oder gefüllt werden? Winston, sehen Sie sich das an. Es ist fast identisch, nur anders aufgebaut. Identisch? Womit? Mit etwas, das ich mal in Nepal gesehen habe. Weit entfernt von irgendwelchen Inkas. Ah, und Sie glauben, es ist ein Fragment des Schwertes? Was für ein Schwert? Eher von einem weiteren Schwert. Sip, finde möglichst viel über diesen Rutland heraus. Ich will wissen, wo er sich im Moment aufhält. In Peru? Er hat Paraíso erwähnt. Er hat angedeutet, es gebe dort Informationen über die Artefakte. Er sagte, du warst in Paraíso. Was ist dort passiert? Und wer ist Amanda? Alles da? Sieh dir die Bilder an und finde einen Zusammenhang. Sip? Rufe Naya an. Sag ihr, wir treffen uns Samstagmorgen in Paraíso. Die scheinen sich zurzeit über Besucher nicht gerade zu freuen. Wer ist denn hier bis an die Zähne bewaffnet? Ich bin eben immer gern gut vorbereitet. Was von Anaya gehört? Sie hat gesagt, sie erwartet dich an der Statue am Marktplatz. Da sind wir wenigstens ungestört. Ja, jetzt konnten wir wenigstens mal die anderen Figuren sehen, die uns die ganze Zeit auf den Ohren liegen. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Lara hat hier gar keinen Schatten. Oh, 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 das gibt's bestimmt erst im Next-Gen-Inhalt. Aber der ist ja verbuggt, wie ihr mit Sicherheit schon wisst. Ja, dadurch, dass ich die erste Szene nochmal spielen musste, habe ich dort natürlich absolut gar keine Geheimnisse mehr aufgesammelt und ab dem Moment ist mir das auch jetzt komplett egal. Ja. Weil ich halt mal wieder von einem Spiel überrumpelt wurde. Gut. Jetzt können wir an der Puppe hier üben. Brauchen wir aber nicht. Wir hören ja die ganzen Moves schon drauf. Deswegen laufen wir erstmal direkt weiter. Da vorne ist schon diejenige, mit der wir uns treffen wollen. Hallo, Lara. Ist dir aufgefallen, dass die Straßen eben noch nicht leer waren? Und ich habe mich so bemüht, nicht aufzufallen. Ich hoffe, die fürchten sich vor mir und nicht vor etwas anderem. Hier ist nichts. Nur ein Haufen Tonscherben, übersät mit den Leichen alter Freunde. Wenn ich geahnt hätte, wohin das führt, hätte ich dir nie von Bolivien erzählt. Und doch bist du hier. La Paz ist nicht so weit weg. Die Vergangenheit auch nicht. Lara, geh! Ich komm nach! So, und jetzt geht's wieder rund. Danke für die Muni. Ja, bei dem brauche ich noch nicht mal irgendwelche Moves, um die zu killen. Das geht ganz einfach. Was ich übrigens in der letzten Folge vergessen habe zu erwähnen. Die Waffe, die ich hier gerade aufgehoben habe, hat natürlich eine deutlich erhöhte Reichweite, auch wenn wir jetzt kein Zielfernrohr dran haben. Durch das wir auch durchgucken können. Lara macht das natürlich. Also es ist nicht nur die Feuerrate, wie ich glaube ich in der letzten Folge gesagt habe. Trotzdem ist es blöd, wenn einer mit einer Schrotflinte kommt. Hier haben wir noch ein bisschen Muni, da haben wir noch mal Muni. So, wo war das jetzt? Das war da oben, denke ich, oder? Ne, da oben. Da ist er.
Paar gezielte Schüsse und der ist weg. Okay. Jetzt müssen wir hier hoch. Ja, ich denke mal, das wird die Landesflagge hier sein. Auch wenn mir jetzt gerade nicht einfällt, welche das genau ist. Ich denke mal nicht, dass es die von... Wo ist denn Peru? Also Peru ist ja ein Land. Ist das die peruanische Flagge? Weiß das jemand von euch? Ich kann ja nach der Folge mal reingucken, aber ich glaube, dann habt ihr schon kommentiert. So. Ja, habe ich da gerade einen Gegner gesehen? Ja, das habe ich. Noch einer mit Schrotflinte. Und der sieht haargenau so aus wie der vorhin. Ist ja verrückt. So. Würdest du bitte mal... Ah, okay, ich muss auftreten. Ich hab sie, kannst du sagen, wenn du mich wirklich hast. So, da unten ist noch einer. Schlecht hier auch zielen, ne? Und übelst Backoffs-mäßig angezogen, aber... haben überhaupt nichts auf dem Kasten. Da hinten hätten wir übrigens ein Geheimnis, aber wie gesagt, jetzt interessiert es mich überhaupt gar nicht mehr. Wenn es euch dennoch interessiert, mache ich ein extra Video, beziehungsweise mehrere. Sind ja ein paar Geheimnisse hier. Also, ich würde das dann so machen, dass ich einfach jedes Level mal durchspiele und alles finde und nur die Fundorte quasi ins Video reinschneide. Das wäre, glaube ich, die zeitsparendste Variante. Nicht da reinfallen. Okay. So hat das der Entwickler mit Sicherheit nicht geplant. Aber ich hab's so geplant. Ist ruhig. Okay, unsere Waffe hat zwar eine gute Reichweite und eigentlich auch genug, um da hinten hinzukommen. Warte mal, wir können ja separat zielen, ne? Eigentlich müssten wir bis da hinten hinkommen. Kommen wir auch. Wir treffen nur nicht. Ha, Lara. Okay, wir machen den herkömmlichen Weg. Ah, jetzt habe ich meine Muni doch wieder verballert. So. Aber hier unten liegt ja genug rum. Ja, heilen könnte ich mich auch mal. Das wäre auch nützlich. Irgendwo müssten doch hier noch Waffen rumliegen. Ja, na klar, hier vorne jede Menge. Guck's hier an. Eins, zwei. Bin ich schon voll? Waffe wechseln? Tatsache, okay. Die Waffen noch mitnehmen, zack. Und jetzt sind wir voll. Oh, wo kommst du denn her? Hier aus der Gasse. Aha. So sieht das also aus. Aha, aha, aha. Man kann, glaube ich, nicht separat nachladen, deswegen mache ich das jetzt mal so. Also zumindest würde ich jetzt in der PC-Version die Nachladentaste nicht finden. So, okay. Munition ist nach wie vor voll. Aber die werden wir jetzt, glaube ich, eh nicht verbrauchen, denn... in der nächsten Szene fahren wir Motorrad. Wir sehen es hier vorne schon, diese schicke Maschine. Anaya hat eben angerufen. Sie wird von Söldnern verfolgt. Sag ihr, ich bin unterwegs. Okay. Ja, die coole Lara. Die fährt natürlich besonders gern Motorrad. Schön an diesen Szenen ist, dass es mal mit ordentlich Geschwindigkeit hier vorangeht. Negativ wiederum sind die blöden Kommentare, die mir ziemlich auf den Keks gehen und ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige. So,
ja, ich bock mir den Weg frei. Ansonsten funktioniert ja alles genauso, wie wenn wir nicht auf einem Motorrad sitzen würden. Was hat der gesagt? Schlampe? Gibt dir gleich Schlampe. Okay, zack. Und weiter geht's. Solange ich 3 Heilpacks habe, ist alles in Ordnung. Gut, wie sie immer auf den zielt, der ja gerade nicht im Bild ist, ne? Okay. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich den anderen auch erwischt habe. Oder so, mit einer Schrotflinte auf dem Motorrad, das ist eine Idee. Ich würde mich da feinst auf die Fresse legen, würde ich mal behaupten. Okay, das hätten wir jetzt nutzen können, haben wir aber nicht. Ist auch vollkommen egal. So. Wir sind, denke ich, schnell genug. So weit kann ja Anaya eigentlich noch nicht sein. Die haben die Brücke gesprengt. Die haben die aber richtig schlecht gesprengt. Da sind bloß ein paar Löcher drin und das war's. Okay. Müssten sie bald eingeholt haben. Da vorne sind noch ein paar böse Jungs. 4 Stück sogar. Ach, wir können die auch runterschubsen. Ah, okay. Geschnallt. Man könnte die jetzt auch in irgendwelche Fallen reinlocken, zum Beispiel wie eben gerade da vorne oder wie ich jetzt. Was ist das schlecht? Die erste Motorradszene und ich sterbe. Okay. Den Stein habe ich nicht gesehen. Ja, der war nur mitten im Weg. Der war vorher nicht da. So. Ja. Ich finde diesen Checkpoint jetzt ein bisschen blöd gesetzt. Wahrscheinlich war ich kurz vor dem anderen Checkpoint. Fahr hier hoch. Ja, hat wunderbar geklappt, muss ich sagen. Ja, der ist tot. Der ist auch hin. Ah! Das war jetzt ungeplant. Also ich bin jetzt an den Typen vor mir abgeprallt quasi. Und dadurch gegen den Stein gekommen. Das war ja diesmal nicht mein Fehler. Es war einfach nur unglückliche Fügung. So, jetzt will ich aber langsam mal diese Szene hier beendet haben. Denn ich will, wenn ich ehrlich bin, keine 5 Wochen hier an diesem Let's Play festhängen. Bei einem Spiel, das so einfach ist wie Tomb Raider Legend. Also, das muss jetzt nicht. Ah, die sind aber auch gemein gesetzt, ey. Ich will nicht wieder an ein Motorrad abrutschen. Gibt's hier auch irgendwo Heilung oder? Hier gibt's Heilung. Okay. Das beruhigt mich. Okay, da vorne scheint es zu sein. Was ist denn das für Geräte, ey? Ja, ja. Wie wollen das jetzt eigentlich nochmal? Muss hier vorbeifahren? Ja, der lässt auch gleich seine Ladung fallen. Genau, hier war das, der
lässt freundlicherweise die Rampe runter. Also manche Szenen sind für... Es hat sich nicht viel geändert. Was sind denn schon ein paar Jahre angesichts der Jahrtausende? Hör zu, ich muss dir noch etwas sagen. Ich glaube nicht, dass Amanda dort gestorben ist. Darum geht es, ein Kapitel zu schließen? Geht es darum nicht immer, wenn wir in der Vergangenheit graben, sie zu verstehen? Ich bin Technikerin, Lara. Ich baue für die Zukunft und wühle nicht in der Vergangenheit. Irgendwann wirst du genau das tun. Lara! Komm runter, du Faulpilz! Jason sagt, wir brechen gleich durch. Augenblick, Amanda! Wir haben einige strukturelle Bedenken. Warum kommst du nicht runter? Ja, das Seil ist gerissen. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ach so, manch... Ja, ich habe Licht dabei. Jetzt hat sie mich wieder aus dem Konzept gebracht. Egal. Ach so, ich finde manche Szenen in diesem Spiel für 2006 echt ganz schön schäbig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe nicht, warum man die Scheiben da nicht durchsichtig machen konnte. Das erschließt sich mir nicht. Wie war das nochmal mit Ducken? Ach so, genau. Die Bretter über der Senkgrube sind kaputt. Du musst dich rüberschwingen. Ja, dann mache ich das. Auch wenn es absolut keine tiefe Grube ist und die absolut keine Gefahr darstellt. Aber ich mache das natürlich gerne, das Tutorial zweimal. Trödel nicht rum. Und du, pass gefälligst auf. Kann man hier rein? Ja, kann man. Ist bestimmt ein Geheimnis. Okay, wir mussten hier weiter. Was ist denn da auf der anderen? An der anderen Stelle gewesen? Hä? Augenblick. Also da vorne geht's weiter. Aber hier irgendwie auch, oder nicht? Kann man hier durch? Oh, Sarah. Oh Gott. Was ist passiert? Ja, so würde ich auch reagieren, wenn ich einfach mal eine Tote sehen würde. Aber gut, warum rege ich mich eigentlich über den Realismus in diesem Spiel auf? Das ist sowieso... Tomb Raider hat noch nie versucht, realistisch zu sein. Schieb doch die Kiste nicht immer vor dieses Mädchen. Mensch. So. Ja. Das ist so gewollt. Jetzt muss ich natürlich... Ich glaube, also... Warte mal, ich muss mal die Kiste noch ein bisschen verschieben, denke ich. Weil dieses Kistenverschieben ist manchmal echt schwieriger, als es nötig wäre. Bin mir jetzt auch gar nicht so sicher, ob ich überhaupt richtig bin. Ich glaube, wir sollen erst diese Szene weil hier geht's weiter, okay. Wir gehen erstmal da hinten hin. Weil ich denke mal, ich bin zu früh dran. Normalerweise entsorgen ja Entwickler an diesen Stellen dafür interessante Mumien übrigens. Was so? Was ist los? Amanda! Amanda? Kannst du mich hören? Amanda! Dass man nur eine Szene sieht, wollte ich sagen. Ja, das ist auch wieder so ein typischer Kniff. Es passiert irgendwas und die Höhle stürzt ein und wir müssen uns einen anderen Weg suchen. So, das machen wir jetzt. Wir haben damit ja schon
schon angefangen. So. Zack. Wir wissen ja schon, wo wir hin müssen. Ach so, ich habe übrigens überzogen. Nein. Dafür wird die nächste Folge kürzer. Ich habe nämlich die Zeit schon genommen. Okay. Wir hören uns an dieser Stelle in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.